That's why I'm telling you guys, it's all about being careful. If you rush forward headlong, you'll catch a bullet soon enough. Also, tighten up your harness. Give any extra stuff to the wagon train, cause you look like circus donkeys. Gas masks, too. A gas attack. The only gas that can threaten you in combat is your own. All right, all jokes aside, here comes the Feldwebel. Come on, gird yourself more tightly. Herr Feldwebel, may I? I'm giving lessons to these young recruits. As you were, Gefreiter, my compliments to you. There's no time for square bashing. Distribute the man and ammo. More grenades for the old man. We're going to have an assault. They'll come in handy. The situation is heating up. Soon it will be our turn. The Americans have forced a crossing over the Ruhr and are clinging to the old citadel on the bank. We need to throw them into the river at all costs before they build up a larger group. What idiot put up those barriers from the rear? They should have strengthened the coastline, not the other way around. This is worse than sabotage, just being headless. Apparently some pheasant from among the Kreisleiters and the Camarilla was in charge of the construction. Gotti, we've got to move out men with the explosive and make passages, or we'll all be hanging from this wire. Otto, keep your SPGs beyond visual range and don't force your way forward until we're done here. Otherwise, their artillery from the other bank will level everything here to the ground. Na toll, noch eine Schlacht. Das habe ich vermisst. Verstanden. Angriff! Allzeit bereit. Befehl wird ausgeführt. Kommandant, wie lauten Ihre Befehle? Sagen Sie mir nur, was ich zerstören soll. Ich wollte schon immer mal so ein Auto fahren. Setzen Sie sich ans Steuer. Nehmen Sie die Waffe. Ich übernehme das Kommando über den Wagen. Zu Ihren Diensten, Kommandant. Marschbefehl wird ausgeführt. Bereit zum Einsatz. Ich übernehme das Kommando über den Wagen. Befehle verstanden. Oder will hier jemand eine Kaffeepause? Bereit zum Angriff. Jawohl, Kommandant. An American machine gun controls any approaches to the barriers. I suggest we move a sniper into position and take out the crew. While the sappers are operating, he'll back them up and keep the Yankees from replacing their machine gunners. You guys ready? All right, it's up to the sniper. A sound idea, that's what we'll do. Unteroffizier, is the mission clear? Go ahead, son. You're our only hope.
Affirmative, Herr Feldwebel. Achtung, los geht's! Gott ist mit uns! Vorwärts zum Sieg! Die deutsche Infanterie ist immer bereit. Vorwärts, feuerbereit! Bereit zum Einsatz! Bereit zum Feuern auf Ihren Befehl! Die ganze Welt ist ein Arsch? Dann sind wir das Zentrum. Befehl wird ausgeführt. Kommandant? Feuer! Verstanden! Nehmt sie unter Feuer! Melde mich hier auf. Jawohl, Kommandant. Alles klar, los geht's! Hey, ihr Lämmer, für uns geht's wieder zur Schlachtung. Befehle verstanden. Der Marschbefehl wurde erteilt. Wir warten auf Ihre Befehle, Kommandant. Der Feind hat keine Chance! Na toll, noch eine Schlacht. Das habe ich vermisst. Greift an! Es ist Zeit. Los geht's. Mehr Feuer und sie werden zurückweichen! Excellent. The crew's neutralized. Sun, hold them off. Don't let them take the machine gun before the sappers withdraw. Sniper! Watch your heads! There's a Kraut sniper! The bastards are preparing to blow up the barriers under his cover! We have to get to the machine gun! Then they're finished! Right this time, Herr Feldwebel. I calibrated the primers and prepared the explosives myself. Now it's going to be a show. Exquisite work, Jörg. Kozik, go away. You've completed your task. Attention! Everybody attack! We must throw the Yankees into the river. Let's go! Verstanden? As long as they control the bank, it will be very difficult to push them out of here. We need to stop them from sending reinforcements from the other side. Jawohl, Kommandant! Hängen wir sie an! Zu Ihren Diensten, Kommandant. Rückt auf den angegebenen Platz vor. Starten Sie den Motor! Feuert aus der Deckung! Wie lauten Ihre Befehle? Zum Sieg! Feuer! Wie ist das?
wir reparieren das. Feuerschutz! Befehle verstanden. Ja, Kommandant, wir befolgen Ihre Befehle bis zu unserem letzten Atemzug. Zum Feuern auf Ihren Befehl. Die ganze Welt ist ein Arsch? Dann sind wir das Zentrum. Zu allem bereit, Kommandant. Sagen Sie mir nur, was ich zerstören soll. Ein Befehl ist ein Befehl. Greift zuerst an! Und wir werden folgen. Kommandant? Los geht's!
Befehle verstanden. Kommandant? Zu Ihren Diensten, Kommandant. Befehle verstanden. Verstanden. Jawohl, Kommandant. Los, los, los! Mehr Feuer und Sie werden zurückweichen! Verstanden. Mit deutscher Präzision vernichten. Ja? Bereit zum Einsatz. Ja, Kommandant, wir befolgen Ihre Befehle bis zu unserem letzten Atemzug. Befehl zum Ausrücken! Melde mich, Herr Offizier! Jetzt wieder zur Schlachtung. Schütze, bereit! Die Mauern mögen fallen, aber unsere Herzen nicht. Wir warten auf Ihre Befehle, Kommandant.
Die ganze Welt ist ein Arsch? Dann sind wir das Zentrum. Sagen Sie mir nur, was ich zerstören soll. Jawohl, Kommandant. Drückt auf den angegebenen Platz vor. Jawohl, Kommandant. Befehle verstanden. Atemzug. Feuerschutz! Jetzt! Die Gruppe ist bereit für den Einsatz. Oder will hier jemand eine Kaffeepause? Zum Sieg! Zu Ihren Diensten, Kommandant. Jawohl, Kommandant. Swimmers with a nice machine gun burst! A new task has been received, gentlemen. We are given this area of defense to a battle group that will be transferred from the city. We will take over their positions. Wir sind auf dem Vormarsch! You're getting careless, Ludwig. It's dangerous. I agree with you. We are doomed, going down the abyss. The war is lost, but there are still ears around. I wouldn't want you to run into some hero of the nation and end up on the gallows. We've been through too much together to be so stupid as to go to the pillory now that it's over. What is prudence and caution worth these days, Hauptmann? A bargaining chip of existence, nothing more. Now millions of Germans think like me, and in order to press charges, you need witnesses. By the time they are found, I'll have taken a bullet in a fair fight. We were taught not to think for ourselves. Just look at Fegelein. He curses the Americans responsible for Willibald's death. But he doesn't curse the Gefreiter who tried on the General's boots and made it all happen. Because all of us tacitly condoned it. And now... Ihr müsste mal der Acker umgepflügt werden. Legen wir los! Rückt auf den angegebenen Platz vor! Wir sind auf dem Weg. Auf geht's, auf geht's! Schütze, bereit!
sind gleich da. Wie lauten Ihre Befehle? Befehle verstanden. Und wir werden folgen. Greift an! Bereit zum Feuern auf Ihren Befehl. Bereit zum Angriff. Bereit zum Einsatz. Bereit zum Feuern auf Ihren Befehl. Bereit zum Feuern auf Ihren Befehl. Vorwärts zum Ruhm. Ja, Kommandant, wir befolgen Ihre Befehle bis zu unserem letzten Atemzug. Die ganze Welt ist ein Arsch? Dann sind wir das Zentrum. Jawohl, Kommandant. Ihre Befehle, Kommandant. Allzeit bereit. Bereit zum Einsatz. Na toll, noch eine Schlacht. Das habe ich vermisst. Zu Ihren Diensten, Kommandant. Nehmen Sie die Waffe. Hey, ihr Lämmer, für uns geht's wieder zur Schlachtung. Befehle verstanden. Sagen Sie mir nur, was ich zerstören soll. Die ganze Welt ist ein Arsch? Dann sind wir das Zentrum. Starten Sie den Motor! Zu Ihren Diensten, Kommandant! Kommandant, wie lauten Ihre Befehle? Wie lauten Ihre Befehle? Immer bereit! Melde mich, Herr Offizier! Kommandant? Bewegung!
Wir warten auf Ihre Befehle, Kommandant. Befehle verstanden. Angriff ist die beste Verteidigung. Die Motoren brummen und unsere Geschütze sind geladen. Wir werden den Feind mit deutscher Präzision vernichten. Ja, Kommandant, wir befolgen Ihre Befehle bis zu unserem letzten Atemzug. Los geht's! Setzen Sie sich ans Steuer. Sie geben den Befehl und wir werden folgen. Congratulations, my friends. We are no longer land forces, but amphibious troops. My general, take note of that lovely vessel anchored off our shores. It seems to be a warship that can be used for our purposes. You're telling the truth, old rascal. Was it you who happened to steal it from the Kriegsmarine? You're slandering me again, Your Excellency. I'm an honest land robber, not a sea pirate. And I know nothing about such vessels. Where did it come from? Apparently it was hiding from bombs somewhere. And when the levees were blown up, it was dragged by the current into our area. Do we have anyone here familiar with such an engineering marvel? I think we do. Hey, Westinghouse! Didn't you say you were from Hamburg and worked in Blohm's shipyard? Yes, Herr Feldwebel. Yes, it's a war vessel. Obviously not operating if we judge by its careen, with some of the bulkheads flooded. But it has armament in good working order. We could pick a crew and use it for defensive purposes. It won't be hard to figure it out. The ship's armament doesn't differ much from land standards. Excellent, soldier. Then I appoint you captain of this Truff. This dreadnought should help us a lot. Hauptmann, may I? We're low on ammo, and while we have a hush, we should look for the nearest supply station. We should also get out the wounded. They're soldiers from the unit we replaced. They were just left to their own devices. They say there was no transport. Should I take care of it? You shouldn't. I'll need you here. Send Heumann. That rascal will steal even Thor's hammer. So he'll find ammo and transport for sure. Affirmative, Herr Hauptmann. You flatter me. The task is clear. I'm starting now. Oder will hier jemand eine Kaffeepause? Hier müsste mal der Acker umgepflügt werden. Legen wir los! Kommandant, wie lauten Ihre Befehle? Die deutsche Infanterie ist immer bereit. Verstanden? Packen wir es an! Ja? Bereit zum Einsatz! Verstanden! Ausführen! Achtung! Los geht's! Wir sind auf dem Weg. Bereit zum Feuern auf Ihren Befehl. Die Gruppe ist bereit für den Einsatz. Oder will hier jemand eine Kaffeepause? Wie lauten Ihre Befehle? Kommandant, wie lauten Ihre Befehle? Melde mich, Herr Offizier. Verstanden.
Zu Ihren Diensten, Kommandant. Verstanden. Der Bau hat begonnen. Kommandant? Verstanden. Ausführen. Kommandant, wir lauten Ihre Befehle. Nehmt das Gebäude ein! Befehle verstanden. Die Motoren brummen und unsere Geschütze sind geladen. Wir werden den Feind mit deutscher Präzision vernichten. Schütze, bereit! Bereit zum Feuern auf Ihren Befehl. Die ganze Welt ist ein Arsch? Dann sind wir das Zentrum. Jawohl. Befehle verstanden. Bereit zum Feuern auf Ihren Befehl. Zu Ihren Diensten, Kommandant. Wir warten auf Ihre Befehle, Kommandant. Vorwärts! Feuer bereit! Verstanden! Alle rein! Macht es euch bequem! Der Marschbefehl wurde erteilt. Verstanden! Die deutsche Infanterie ist immer bereit. Ja, Kommandant. Wir befolgen Ihre Befehle bis zu unserem letzten Atemzug. Zu Ihren Diensten, Kommandant. Wir sind gleich da. Setzen Sie sich ans Steuer. Befehl zum Ausrücken. Los geht's! Auf geht's! Der Marschbefehl wurde erteilt. Verstanden? Packen wir es an. Wir sind auf dem Weg. Wir sind gleich da. Befehl wird ausgeführt. Verstanden. Alles klar. Los geht's. Herr Oberfeldwebel, Gefreiter Hohlmann. I'm a representative of the unit standing on the defensive not far from here. We require help with getting out the wounded, and as soon as possible. We need transport, that's the main problem. A driver and a couple of medics. My dear Gefreiter, we are powerless to help you in any way. You can see what's going on, the confusion. Our vehicles left for the rear with another batch of the wounded,
and haven't come back yet, or maybe won't ever come back. We got nothing to transport the wounded with. We're running out of medicines, and several seriously wounded are already dead. God damn it. We'll get transport. There must be some lousy truck left somewhere. Never mind. You can't find it. It's all destroyed. However, if you can get transport, we'll do what we need to do and get the wounded to safety. I'll be waiting to hear from you. Die deutsche Infanterie ist immer bereit. Sie geben den Befehl und wir werden folgen. Die Gruppe ist bereit für den Einsatz. Oder will hier jemand eine Kaffeepause? Wie lauten Ihre Befehle? Verstanden. Just in time. Ammo and transport is just what we need. Are you out of your mind, Gefreiter? You are acting like a swine. I am evacuating property entrusted to me, for which I'm responsible to my superiors. And here you come in here talking nonsense. Go away, for Christ's sake. Don't mention Christ. He wasn't a swaggering turkey like you. We're fighting on the front lines, and you dung beetles are running away while depriving the soldiers of ammo. The last thing we still have the right to demand. We're taking the vehicle, and we'll return it as soon as possible. And we'll send the ammo to the front lines right away. Try and stop me and my boys if you've got the guts. Get the hell out of here now! Hey, ihr Lämmer! Für uns geht's wieder... Let's unload the vehicle quickly. There's a lot of stuff here. We found an infirmary and arranged with the staff to get the wounded far away from here in this truck. Load up! Ich übernehme da- Who would doubt your abilities, old man? Well, now we have everything we need for further action. Bereit zum Einsatz! That's right. We're all set, waiting for instructions. Otto, your SPGs are our fire reserve. Keep them in the second line for now. Don't get distracted by small things and fire only on landing craft and amphibious vehicles. Nehmen Sie die Waffe. Letting them get closer. Fire! Don't let them land and gain a foothold! Zum Einsatz. Jawohl, Kommandant. Zu allen bereit, Kommandant. Bereit zum Angriff. Feuer nach der Deckung! Oh! Ja? Feuer!
Force. All is not lost. Horrido! SPGs are hitting from the opposite bank. Otto, shut them up at all costs. Only you can get them. Roger that. Attention, mechanic. We can make a shot and immediately pull back without standing still. Only maneuvering can help us. Otherwise, we'll burn to hell. Look at them brave devils. I wouldn't risk feeding the Ruhr fish in this weather. Don't shoot! Hold your fire! They're truce envoys! Jörg, over here!
You will translate. Don't shoot. I'm Lieutenant Halford, sent by the command to offer a temporary ceasefire to pick up the wounded. If you agree, a 4-hour ceasefire will take effect immediately. I agree. Officer's word. We don't wage war with the wounded. Contact the command. Have them send medics. Feldwebel Müller, come here. Well, Ludwig, the situation is bad. Our group has just been ordered on the radio to abandon our positions and have a forced march to a point 40 kilometers from here. There's a big breach there. It's pointless to stay here. Warn the men. As soon as the medics are out of here, we'll move out. It would still be better to keep the Yankees in the dark about our intentions long enough, or they'll hit us back. That's all. Execute the order.